Die letzte Schlacht der Saison. Die Wasserfreunde Spandau und der ASC Duisburg kämpfen in der finalen Best-of-Five-Serie um die Meisterschaft der deutschen Wasserballliga. Das erste Gefecht konnten die Berliner ja unter der Woche knapp mit 7:6 in Duisburg gewinnen. Am Doppelheimspielwochenende kann also der Pott zum 34. Mal errungen werden. Einzige Bedingung: 2 Siege. Und ganz schön überraschend war ja der Finaleinzug des ASC Duisburg. Irgendwie rechnete fast jeder mit der Waspo Hannover. Doch der Amateurschwimmclub machte kurzen Prozess mit den Niedersachsen. 3 Spiele, 3 Siege. Und so treffen Arno Trost-Jungs zum 9. Jahr in Folge auf die Wasserfreunde im Finale. Bei den letzten 8 Endspielserien setzten sich ganze 7-mal die Hauptstädter durch. Und so sah das auch heute aus. Die Anfangsphase gehörte nämlich klar den Hausherren in den schwarzen Kappen. Matteo Tschuk, Marin Restovic und Martin Vermehrer machten Duisburg-Keeper Moritz Schenkel das Netz voll. 3:0 nach kürzester Zeit. Der ASC kam zwar auch einmal auf die Anzeigetafel, solche pfiffigen Kombinationen waren allerdings die Seltenheit. Spandau zerstörte regelrecht das Angriffsspiel der Gäste und vorne, da klingelte es lustig und munter. Die Glockenspieler, zum Beispiel Martin Vermehrer mit dem 4 und Marin Restovic bereits mit dem 7:1. Besonders stark die Geduld des Meisters. Die 04er behielten den Ball konzentriert in den eigenen Reihen und suchten immer wieder die Lücke. Restovic auf Stamm, der auf Moritz Oehler und der hatte sie gefunden. Die Lücke zum 8:1, gleichzeitig Pausenstand. Der Nationalspieler überzeugte ja schon in Duisburg und hier knüpfte er weiter daran an. Heute aber wirklich die komplette Mannschaft bärenstark, vorne und auch besonders hinten. 8 Ballgewinne, 7 geblockte Würfe, mehr muss man dazu nicht sagen. Trotzdem machten die Duisburger noch 3 Buden, spannend wurde es allerdings nie, Spandau viel zu stark. Mann des Matches wurde übrigens Martin Vermehrer. Der Slowake seit Anfang der Saison in Berlin und eine absolute Säule des Berliner Spiels. Und hier zeigte er warum, schön umgeschaltet und abgeschlossen, 12:4. Den Schlusspunkt setzte dann aber Marco Stamm mit dem kuriosen 13:4. Und das, ja, riecht nun ganz stark nach Titel. Ja, ich denke, wir waren nicht so darauf gefasst, dass die Spandauer so extrem Press spielen. Und wir haben uns damit sehr, sehr schwer getan, da vorne dann Chancen zu generieren und vernünftige Torabschlüsse zu bekommen. Wir haben voll konzentriert von Anfang bis Ende durchgespielt und entsprechend haben wir sie auch voll erwischt damit und zum Glück sehr gut nach Hause gefahren. Am Ende waren sich dann die meisten einig, das war schon mit die beste Saisonleistung.